Wir machen weiter mit unseren Schulfüllern hier nach Preisgruppen geordnet. Ich will mich da nicht hundertprozentig festlegen. Also, wir fangen hier an, die Preisgruppe um 3 Euro. Der Schneider, Füllhalter, dann kommen wir zur Preisgruppe um 5 Euro. Der Happy Pen von Pelikan, der Easy Click von Bic und dann hier 5 Füllhalter von Mapede, wobei zu beachten ist, diese beiden Halter hier von Pelikan und von Bic haben die einfache Form der Feder, während hier die Mapede Füllhalter schon eine Feder mit aufgesetzter Iridiumspitze besitzen. Es geht weiter, die Gruppe um 8 Euro. Hier haben wir den Füllhalter von das preisgünstigste Modell von Online und den Griffix. Ich öffne ihn mal, damit man sieht, um welchen Füllhalter es sich hier handelt. Das ist also die Gruppe um 8 Euro, der Griffix und der Online-Füllhalter. Wir kommen zur Preisgruppe 10 Euro. Hier haben wir den Kalligraphiefüller von Online, Base Kit von Schneider. Hier nochmal das kleine Modell des Base Kits. Hier der Standardfüllhalter von Schneider um 10 Euro. Und hier diese beiden Herlitz Füllhalter. Wie gesagt, die Gruppe um 10 Euro. Wir kommen zu den Städtler Füllhaltern, ca. 11 Euro. Hier die beiden Füllhalter hier, einmal das Rechtshändermodell in Grau, das Linkshändermodell hier von Faber-Castell. Hier der Griffix von Pelikan, noch kleines Stück, kleine Rückblende. Dieser Füllhalter hier von Pelikan ist nicht der Griffix, dieses ist der Twist. Also jetzt haben wir hier endlich den richtigen Griffix, der also hier auch ca. 12 Euro. Und wir kommen zum Pelikan Pelicano, ca. 15 Euro. Und wir haben hier den Nex von Lamy, auch ca. 15 Euro. So, das war also die kleine Übersicht über die Preise der Füllhalter. Bitte legen Sie mir nicht fest oder fragen Sie auch nicht an, ob ich selber Füllhalter verkaufen würde. Das ist, wie gesagt, hier nur eine kleine Übersicht. Schon als Schüler haben mich die Schulfüller damals interessiert und ich hoffe, dass ich diese Begeisterung für den Füllfederhalter auch auf die Schüler von heute ein bisschen überträgt. Und man sieht, ich hatte es ja schon gesagt, alle Füllhalter sind es wert, gekauft zu werden und man kann sich, wie gesagt, hier einfach nach Preisgruppe entscheiden.